Hallo Taxi-Bros, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Taxi-Video. Hey Taxi-Familie, wie geht's euch? Mir geht's gut, super, danke nach der Frage. Heute ist nämlich Weihnachten. Ihr werdet zu Hause bleiben, wir werden für euch draußen die ganze Fahrten durchführen. Wir werden euch abholen und zu eurer Familie hinfahren. Natürlich, wir arbeiten immer wieder auch an Feiertagen, auch im Silvester arbeiten wir durch, weil die Zeiten sind für uns sehr, sehr besonders. Darum müssen wir halt arbeiten. Aber macht nichts, wir arbeiten natürlich mit Liebe, kein Problem, wir machen das gerne. Aber eins habe ich mir jetzt vorgestellt, wir werden mit euch, mit meinen Gästen zusammen in meinem Taxi auch ein bisschen Kleinigkeiten feiern, indem ich nämlich Merci geben werde. Jeder Kunde kriegt von mir ein Stück Merci als Dankeschön für die Treue, dass die Taxi gerne benutzen. Frohe Weihnachten erstmal. Danke. Nehmen Sie bitte ein Stück. Bitte. Na gut. Bitte. Danke. Frohe Weihnachten nochmal. Danke. Ich wollte Ihnen noch einen Weihnachtsmann mitbringen. Ach, macht so nichts. Heute machen wir die Kunden glücklich mit Merci. Ein Dank, danke. Ein Dankeschön an unsere treue Gäste. Okay. Frohe Weihnachten. So, wünschen wir auch. Ja. Nehmen Sie ruhig ein Stückchen bitte. Nee. Lieb gemeint. Ein Stück aber. Bitte schön. Das ist ein kleines Geschenk von uns. So. Und zwar zu. Machen wir. Das ist in Mitte, hier muss hin irgendwo. Das ist gar nicht so einfach. Genau. Wir werden auch älter. Wir folgen euch. Naja. Frohe Weihnachten erstmal. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Bitte nehmen Sie ruhig ein Schokolade. Nee, danke. Nehmen Sie nicht? Nein. Diabetes? Ja. Okay. Das ist ganz lieb gemeint. Gerne, immer wieder. Ich kann die sehr gut also, verstehen. Einmal angeschnallt. Alles jetzt Paletti. Alles Paletti. Wie geht es Ihnen? Mir? Ja, die Beine haben Sie ja gesehen, die wollen nicht so wie ich will. Ja, das ist aber... Und wenn ich dann aber so ein bisschen in die Gänge komme, dann geht das. Also muss man ein bisschen mehr Bewegung machen, ne? Oder geht ja, nicht ja, mehr? Ja. Also ich versuche jeden Tag rauszugehen und ich wohne ja hier auf 2 Treppen, also die muss ich ja dann rauf und runter. Na ja. Aber es gibt noch Schlimmeres halt, ne? Also, ja. Da muss man halt immer sich bedanken bei Gott. Ja, ich sage, solange ich hier noch zu Kaufland komme und einkaufen gehen kann. Das reicht mir und aus. Und mich so befummeln kann. Ja. Dann kann ich eigentlich Gott danken. Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr schön. Jetzt Familie, Kinder, Tochter. Tochter, Schwiegersohn. Okay, der zusammen was essen. Ja, dann kommt seine Mutter und sein Bruder. Oh, dann habt ihr heute viel zu besprechen. Wir haben uns auch, also mit der Tochter und Schwiegersohn doch schon, aber mit seiner Mutter habe ich mich seit dem Sommer nicht gesehen. Ach. Und wir telefonieren, aber... Also habt ihr viel zu besprechen? Ja. Viele Themen. Man findet immer Gesprächsstoff. Und das müssen nicht Krankheiten sein. Nee, ach, um Gottes Willen. Also, nee. Wenn man über Krankheiten redet, dann wird man schneller krank. Genau. Also lieber was anderes. Lieber über Urlaub, über Liebe. Naja, die Zeit ist leider auch vorbei. Aber trotzdem, man kann sich immer noch gegenseitig. Ja. Frohe Weihnachten. Oh! Geil, was nehme ich denn da? Also, kannst du alles nehmen, wenn du willst. Nimm noch einen, bitte. Dann nehme ich noch eine. Okay, frohe Weihnachten nochmal. Ich esse auch meinen. Ja, Mann, lass uns mal zusammen einen essen. Ja. So, hier, weißt du, cheers. Wenn du schon nicht kannst, Ding. Machen wir so. Merci ist immer gut. Ja, passt immer. Ganz genau. So, wohin geht's jetzt? Zur Familie? Jein. Also zur Familie von meinem Freund. Okay. Und... Genau. Und ich war da auch schon ganz oft. Ich habe jetzt nur die peinliche Situation, dass ich die Nummer nicht kenne von der Straße. Das müsste die Straße sein. Die ist Hohenschönhauser. Aber Nummer weißt du nicht? Ah, nee, ich habe die nicht. Nee. War das Doppelzahl oder Einzel? Es war eine Doppelzahl. Dann machen wir mal 22. Ist meine Lieblingszahl.
Ah, schöne Zahl. Und dann geht's los. Also müssen wir wieder zurück. Genau. Vorne irgendwie in Hohenschönhausen ist eine Umleitung. Da kommt man dann nicht links rum, aber. Der wird aber bestimmt erkennen. Machst du schon. Guten Abend, Ersten. Guten Abend. Guten Abend. Frohe Weihnachten. Ja, wünsche ich auch. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Danke. Bitte schön. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Warum? Darum, ach, ich weiß, ich muss irgendwie entweder einen Blutstau oder ein Thrombose oder irgendwas kündigt sich an. Ich habe schon einen Termin am Montag, okay, beim Chirurgen abklären lassen, aber ich muss mich bloß mal schnell anrufen. Soll ich schon mal langsam vorfahren? Bitte? Soll ich schon langsam fahren? Oder müssen wir ja, wenn das Licht anbleibt, können. Ich will bloß mal. Danke. Bitte schön. Jetzt zum Sohn fahren wir, ja? Bitte? Zum Sohn fahren wir? Ja, zum Sohn. Hm. Okay. Na, ist ja ein alter Kunde hier von ihrem Unternehmen. Okay. Nachher können Sie mich dann auch wieder nach Hause fahren, aber ich kann noch keine Zeit. Es ist so, Ihr Sohn ruft bei der Zentrale an. Ja, macht er. Und dann kriegen Sie sofort dort ein Taxi zu Ihrer Haustür oder zu Ihrem das Sohn. Das kommt ja auch von der Schönhausen, das ist ja die gleiche. Es ist gleich um die Ecke. Postleitzahl. Mhm. Es ist gleich um die Ecke auch. Ne? Taxi. Geht so? Ich sitze gut, denk bin ich noch nicht. Frohe Weihnachten. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Oh, danke schön. Bitte schön. Nimm dir so viel du willst. Nee, nimm dir eine. So, bitteschön. So, Friedrichshain, aber ja. Wo genau? 3, 4, 5. War 84 oder irgend so. Da habe ich mal gewohnt, aber da müssen wir nicht hin, aber das ist ja nur für okay, Navi oder so. Machen, Navi fahren hier einfach. Am Ende des Abends haben wir jetzt erstmal Feierabend gemacht. Ja, wie ihr seht, ich bin auch fix und fertig. Knapp 10 Stunden gearbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte abonniert einfach. Bitte einfach Like geben. Und ja, das hier ist mein Geschenk von einem Fahrgast. Ich danke Ihnen recht herzlich für das schöne Weihnachtsmännchen. Bleibt gesund. Kommt gut wirklich ins neue Jahr. Und alles, alles Gute mit eurer Familie.